Hi! Willkommen zu einer neuen Folge von Geheimtipps aus dem Elfenbeinturm mit Alex, mit mir, dem Matze. Wir haben einen Trend festgestellt bei ihm. Herrscherfilme, Dystopien. Düster. Böse. Wir machen es heute nicht. Hallo? Wir hatten letzte Folge keine Dystopie, okay? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann sein. Das ist kein Stein, merk das. Das ist Kies. Du weißt ja nicht, wie es schneidet. Ist möglich. Ich weiß nicht, wie das Zeug kommt, aber okay, ist möglich. Ich will das vorstellen. Wir machen was Nettes. Aber ich lasse ihn jetzt noch eine Zeit lang nicht zu Wort kommen, weil wir wissen alle, dass Alex jetzt für 20 Minuten am Stück reden wird und ich nichts mehr sage. Darum nutze ich das ein bisschen, was ich weiß. Okay, go. Es wurde sich beschwert, dass ich in einer Folge Schrödingers Chat gefehlt habe. Ja. Dabei war ich hinter der Kamera. Keiner hat mich vermisst. Egal. Ist nicht wahr. Sag, dass ihr ihn vermisst, wenn er nicht da ist. Was möchtest du uns vorstellen? Ich möchte euch heute einen Autor vorstellen. Und zwar einen Buchautor, der, ich glaube, 1996 gestorben ist. Oh, okay. Und ich erzähle erstmal was über den Autor, ehe ich auf die meiner Meinung nach besten Bücher von ihm eingehe, die man gelesen haben sollte, wirklich gelesen haben sollte, wenn man ein Fan von Abenteuerromanen ist, die einen realen Hintergrund haben. Es geht um den Autor C.C. Bergius, C.C. Bergius. C.C. steht für gar nichts, das ist ein Kunstname, der Mann heißt in Wahrheit Egon Maria Zimmer, ist, frag mich nicht wann, 1920 oder so geboren, hat ein bisschen zwielichtige Vergangenheit, war in der NSDAP zu seiner Zeit, ist da auch irgendwie nochmal gefördert worden, weil der Mann hat sich von früh auf für die Fliegerei interessiert, hat selber sehr schnell einen Pilotenschein gemacht und war natürlich deswegen den Nazis erstmal grundsympathisch, weil technisch interessiert, ich komme noch drauf. Aber es ist, finde ich, fern aller Zweifel, dass der mit der Nazi-Ideologie nichts zu tun hat, überhaupt nichts. Im Gegenteil, der hat so viele Reisebücher geschrieben, auch wirklich, zum Beispiel hier geht es um die Liebe zu einer Malaien, wo sich in Australien und Engländer in Konkurrenz sind und sowas. Also Bergius ist auch, wenn man das nachblättert, fern jeden Verdachts, da irgendwie mit der Ideologie geliebäugelt zu haben. Er war zeitlebens Autor und Schriftsteller und natürlich Pilot. Und das gefällt mir persönlich, weil der Mann hat nicht nur umfangreiche Recherchen betrieben für seine Bücher, für die realen Hintergründe, auf denen er geschrieben hat, sondern als Pilot und so hat er einfach ein riesiges technisches Verständnis auch. Das heißt, er schreibt nicht irgendeinen Quatsch, wie bei Illuminati, wo ich es mal drüber hatte, oder sowas, wo er Zeug mit reinnimmt, was für die Story eigentlich völlig überflüssig ist, was aber Humbug ist, sondern er weiß, wovon er schreibt. Und das ist schon mal richtig gut. Und ich fange am besten einfach mal kurz mit dem Buch an, mit dem ich meinen Bergius-Einstieg hatte. Bitte. Wurde mir als Kind empfohlen von meiner Mutter, die es gelesen hat. Mhm. Das ist heißer Sand. Und wir haben hier, das ist zwar der Sand in Gottes Willen. Und das hier sind eigentlich zwei Romane, das heißt, wir haben hier die Sand-Trilogie. Ist aber Quatsch, das Buch hat nichts mit denen zu tun. Herrscher und Sand. Vielleicht ergibt es nochmal ein Muster. Wir gucken mal. Ich mag Sand nicht. Aber, egal. Tu das nie wieder. Tu das nie wieder. Heißer Sand ist eine Geschichte, die soweit, ich habe es auch selber natürlich mal recherchiert. Internet heute macht viel möglich. Die spielt in Australien, im Australien der 30er Jahre, Vorkriegs-Australien, in dem ein australischer Pilot, Barlow heißt er, glaube ich, und da sind einfach die Namen verändert worden. Das ist so ähnlich tatsächlich passiert. Ist in der Natur abgestürzt, war lange vermisst, in irgendwelchen Eukalyptuswäldern dort. Und die Fluggesellschaft, die ihn eingestellt hatte, es war aber mehr so eine wissenschaftliche Fluggesellschaft oder eine, die so kleine einmotorige Propellermaschinen, so eine Focke zum Beispiel. Was ist eine wissenschaftliche Fluggesellschaft?
Also eine Fluggesellschaft. Die haben Experimente gemacht mit, ob man es schaffen kann, durch Trockeneisbesprühung der Wolken, die zum Regnen zu bringen. Ah, okay. Und sowas. Haben die tatsächlich gemacht. Und dafür hat er halt auch gearbeitet, dieser Pilot, Barlow. Ist da halt mal abgestürzt im Wald, war lange vermisst. Und die haben halt währenddessen einen Engländer angestellt. Australien war ja englische Kolonie. Haben sich da also einen neuen geholt, der natürlich sich in Australien nicht auskennt. Und das ist der eine schöne Punkt an dem Roman, Heißer Sand, man lernt Australien kennen. Man merkt richtig, dass der Autor Australien nicht nur gesehen hat, sondern du kriegst so viel Einheimisches, wo du wirklich in australischen Slang reinkommst, auch natürlich in der deutschen Ausgabe. Bergus ist ein deutscher Autor, wo er das so richtig schön, man fühlt sich wie, wenn man selber in Australien ist, mit all den Eigenarten, die Australien hat. Und der Engländer tut sich da schwer. Und dann taucht Barlow wieder auf. Barlow, der jetzt in Konkurrenz zu dem Engländer steht, die beide verpflichtet sind. Beide verlieben sich auch noch in die gleiche Malayin, die dort auch noch ist. Es ist ein beständiger Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Es ist deswegen, neben dem Abenteueraspekt dieses Romans und dem realen Hintergrund, ist es eine Charakterstory. Wie verhält sich diese Dreiecksbeziehung? Hm. Denn die müssen zusammenarbeiten. Das ist ja nur so ein kleiner Flugbetrieb. Und auf einem Flug, einem Experimentalflug auch, der zeigen soll, dass man Australien quer durch mit einem bestimmten Maschinentyp durchfliegen kann, stürzen beide zusammen in der Wüste ab. Du meinst überfliegen? Sie fliegen nicht durch, sondern halt über. Das wäre beeindruckend. Sie überfliegen also die australische Zentralwüste und stürzen dort ab und sind beide zusammen Gefangene dieser Wüste. Wobei ich da schon viel vorweggenommen habe, wahrscheinlich blende ich nochmal einen Spoiler ein. Der Himmel zu Ende ist, Gott, bin ich gut. Es ist immer besser, das im Nachhinein zu machen. Und es liest sich wirklich, wirklich toll. Ich habe mir überlegt, das ist, um in den Bergis-Sprachstil reinzukommen, hat man, die Kapitel fangen so an, das ist jetzt gerade mein erstes Kapitel. Zermürbende Hitze brütet über der Nordküste Australiens und aus dem Dschungel des Hinterlandes weht ein atemberaubender Fieberwind. Als der von einem jungen Australier gesteuerte Wagen des Engländers Clyborough den Hafen von Darwin verlässt. Da hat man schon ein Bild. Ich finde das schön. Ja, vor allem ist das ein interessanter Einstieg. Bei mir ist bei Büchern immer das Problem, wenn der erste Satz von einem Buch mir nicht kriegt, dann interessiert mich das Buch nicht mehr. Und, oder sagen wir die erste Seite. Das ist also, wer mal Australien der 30er Jahre kennenlernen will, sich für Fliegerei interessiert, noch auf Basis einer realen Story, ich meine, gut, die Liebesgeschichte wird wahrscheinlich erfunden sein von Bergius, aber ansonsten, wer weiß, die Basis ist, hat so stattgefunden, mit veränderten Namen und ist richtig gut. Ganz schön, falls ihr euch mal gefragt habt, wie sieht das Wappen von Australien aus? Hier vorne ist es drauf. Ja, wo einfach das Buch auch ein Statement ersetzt, so Australien, hier geht's auch ums Kennenlernen von Australien der 30er Jahre einfach, ist richtig super und liest sich wirklich sehr flüssig. Und wer mal in Bergius Romane einsteigen will, das ist ein bisschen was über 200 Seiten, liest sich also sehr flott. Vor allem Bergius Bücher, geht mal über den Flohmarkt, ihr findet in fast jeder Kiste von jedem, ich sag mal, 40-jährigem aufwärts findet ihr Bergius-Bücher in der Kiste. Der Mann war jetzt aber nie ein großer Superstar unter den Autoren, ist aber einer der Mitbegründer des Pen-Verlags, des Pen-Clubs. Okay. Und heute ziemlich in Vergessenheit geraten einfach. Ist eine Weile her. Aber es ist Bertelsmann. Ja. Und da komme ich zum zweiten Buch, Sand in Gottes Mühlen. Ist eigentlich zwei Bücher. A, der Agent und dann B, der Rebell. Als Sand in Gottes Mühlen in einem Buch zusammengefasst. Das ist natürlich ein dicker. Wir haben insgesamt
439 Seiten. Und die habe ich, ich habe die ersten 50 Seiten an einem Tag gelesen und den Rest am zweiten Tag. Scheint gut zu sein. Und mein Bruder ging es ganz exakt genauso. Ich würde länger brauchen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe morgens angefangen damit und konnte nicht mehr aufhören bis zum nächsten Morgen. Okay. Und ich konnte es nicht mehr weglegen. Und meinem Bruder ging es genauso. Also Gruß hier nochmal an Bernhard mit seinem Kanal The Collector Couple, den wir gerne mal ab und zu Werbung für machen können, falls ihr euch für Flohmärkte interessiert. Sand in Gottes Mühlen basiert laut Bergius auch auf einer wahren Begebenheit und einem wahren Menschen, den es gegeben haben soll, nämlich Lee Kon Kim, dessen Name wohl auch nicht verfälscht ist. Und er hat versucht, das möglichst biografisch, da ein Abenteuer-Agenten-Polit-Thriller draus zu machen, und zwar zur Zeit der chinesischen Kulturrevolution, als Mao die kommunistische Revolution startete gegen den im Prinzip Diktator Chiang Kai-shek. Lee Kon Kim gerät in diesen Bürgerkrieg, die Familie wird getötet, er kämpft auf Seiten Chiang Kai-sheks gegen Mao, muss dann flüchten, dann greifen auch noch die Japaner China an mit dem im Zweiten Weltkrieg, wird dann als Spion nach Japan gesandt, weil er sich dann im Widerstand schon einen Namen gemacht hat. Kommt darüber wieder nach China, nach Malaysia. Es ist so unglaublich dicht geschrieben auch. Mhm. Und von dem, was ihm angeblich passiert sein soll, wie sich sein Leben dazwischen Rebell, Geheimagent und dem allen entwickelt hat, dass ich es fast für fast unglaubhaft halte. Ich meine, hast du mal eine Biografie von Christopher Lee gelesen? Nein. In einer Metalband, Agent für Britannien im Krieg, und ja, der Mann hat, ein Autor könnte sich das nicht ausdenken. Also es, je unwahrscheinlicher es ist, umso wahrscheinlicher ist es, solange es nicht zu abgedreht ist, meistens. Außerdem, warum, ich meine, ja, okay, es ist eine Verkaufsmasche. Auf jeden gut, Fall. Also es gibt ja einen Film, nämlich Fargo, wo sich die Autoren ein bisschen aufs hohe Ross geschwungen haben mit von wegen, ist alles real passiert. Der Film selber war sehr, sehr weit von der Wirklichkeit entfernt und war daher Masche, ganz klar. Dieses Buch hier, da gibt es extra einen Artikel von Bergius darüber, wie er darauf gestolpert ist und wie seine Recherchen gelaufen sind. Bergius schreibt nämlich, in Europa ist über Lee Kon Kim nichts zu erfahren, gar nichts. Mhm. Und interessanterweise heute per Internet auch nicht. Ich habe wirklich mich jetzt schon in den letzten 10 Jahren das dritte Mal dran gemacht und habe für die Sendung auch heute versucht zu recherchieren, ist da was dran? Und ich habe nichts gefunden über einen Lee Kon Kim. Ist die Geschichte von Lee Kon Kim in irgendeiner Weise regimekritisch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das zensiert wird. Wir wissen, dass in China gelegentlich mal was zensiert wird. Er war zwar gebürtiger Chinese, aber unter Chiang Kai-shek, was ja, dieses Regime existierte ja auf Taiwan weiter. Das heutige Taiwan ist im Prinzip das alte China. Mhm. Also von daher müsste es mindestens über Taiwan irgendwie publik geworden sein. Oder über Malaysia, wo der Mann am Schluss lebte. Oder diese Agentenstory. Und ich habe nichts gefunden. Bergius selbst beschreibt also in einem zweiseitigen Artikel, glaube ich, darüber, wie er, über welche Zufälle vor allem, weil er per Zufall tatsächlich jemanden kennengelernt hat, der Lee Kon Kim kannte. Das Ganze klingt glaubhaft. Bergius hat selbst gesagt, es war ein dermaßen riesiges Abenteuer, auch in die Geschichte Ostasiens einzutauchen. Und für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht mit Mangas oder sowas, mit diesem ganzen fernöstlichen Kulturzeug, bin ich absoluter Laie. Und es kommt mir immer so ein bisschen seltsam vor auch.
Wenn wir was zu Mangas wissen wollen, dann fragen wir Niki normalerweise. Die kennt sich aus. Kennst du dich aus? Inzwischen. Inzwischen? Wunderbar. Inzwischen. Das ist gut. Wie sich herausgestellt hat, mag ich Anime total gerne. Mangas mag ich nicht sonderlich, weil das von rechts nach links lesen ist nicht mein Ding. Für mich ist das alles ein... Sag das nicht. Okay, ein andermal. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, auch obwohl ich nichts mit fernöstlicher Kultur zu tun hatte, darüber nichts weiß. Man muss auch mal dazu sagen, Animes und Mangas haben nichts mit der Kultur zu tun. Die Kultur ist einfach nur verdammt interessant. Ja. Und sehr, sehr anders, ja, als was wir kennen. Was das Gleiche, was für Australien hier gilt, gilt für Ostasien hier. Chinesische Kultur, japanische Kultur, bis Malaysia runter. Es ist so verdammt spannend geschrieben. Also, ich habe noch andere Bücher von Bergius gelesen, auf Basis dieser zwei, weil ich gesehen habe, oh Mann, was solche Thriller angeht, auf Basis realer Grundlagen, macht der Mann richtig gut. Ich habe dann noch andere Bücher gelesen, muss ich sagen, okay, nee, ich habe zum Beispiel gelesen, das Krokodil und sowas, das war, also es blieb dann bei den beiden, die solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Bergius Bücher findet ihr auf jedem Flohmarkt, weil sie haben sich vor allem in den 60ern gut verkauft, aber sind heute wirklich unbekannt und das macht sie halt zum Geheimtipp. Definitiv, würde ich sagen. Ich habe auch noch nie davon gehört, ganz ehrlich. Kein einziges Mal. Und es sind halt Bücher, die sieht man in Kisten liegen. Man kennt die heutigen Autoren und jüngere Leute gehen an diesen Büchern halt irgendwo vorbei, weil sie sich denken, was ist das für ein alter Schund? Aber das ist kein Schund, also lest mindestens Heißer Sand. Wenn ihr mit dem Schreibstil nicht klarkommt, probiert es erst nicht mit dem dickeren Wälzer. Er schreibt im Hier und Jetzt. Also er schreibt ein bisschen ungewöhnlich, was ich jetzt gesehen habe, aber er schreibt nicht in der Ich-Perspektive und das ist immer ein Bonus. Weil die, ja, Ich-Perspektive ist grauenvoll, außer bei einem Tagebuch, keine Ahnung. Bei der Sendung mit der Maus gibt es Ich-Perspektive? Tagebuch. Ich wollte schon immer mal das Tagebuch von Scott lesen, der die Antarktis lang ist, denn der gestorben ist. Die Tagebücher wurden ja gefunden. Okay, cool. Tagebücher sind auch schön so zu lesen, aber solche Sachen wie, keine Ahnung, Twilight in der Ich-Perspektive ist grauenvoll. Ja. Bin immer nicht überseite. Lange Folge heute, glaube ich. Also hier mal wieder ein Buchtipp für all die nicht mehr glauben konnten, dass wir lesen. Lesen. Schaut die lesen. An. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Das klingt super spannend. Wirklich, also mein Bruder... Vor allem das hier klingt super spannend, ehrlich gesagt. Das ist nicht so interessant vom ersten Moment her für mich, aber das hier klingt super interessant. Ich würde auch sagen, das Glas bessere Buch. Ja? Ja. Das scheint, vielleicht hat er da schon mehr Übung gehabt. Er scheint eine größere Vision gehabt zu haben, wenn es mehrere Bücher sind mit der gleichen Geschichte. Bücher sind verbunden in der Story, nämlich während der Recherche zu dem Buch, ja, ist er durch einen Artikel auf Lee Kon Kim gestoßen, über, ja, 3 Seiten. Und hat dann, als er damit fertig war, 62, vier, also das Buch von 62, ja, das dann aufgeschnappt und hat 2 Jahre für dich das hier recherchiert und ist dann ganz Ostasien rumgekommen. 2 Jahre ist eine ganze Weile, um für ein Buch zu recherchieren. Und man merkt es auch. Ich fand die ersten 50 Seiten waren okay, man kommt rein. Und danach, wie gesagt, ich konnte es einfach nicht mehr weglegen. Das war, und damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und... Muss ich wirklich zum Essen? Irgendwann kamen die Katzen vorbei, habe ich so angeguckt. So, hallo? Bist du normal jetzt nicht woanders? Beachte uns. Wir sind wichtig, ist klar. Ja, also gut, ich gehe mal raus, wieder Mäuse jagen, okay. Ja. Kommt nicht oft vor, dass ein Buch so nicht loslässt. Bei mir nicht. Ist schön, wenn es passiert. Bei mir ist wirklich sehr selten.